schwer zu fokussen, das Gewusel. Die kleinen Korridors in Neos, die sind noch so klein, aber sie entwickeln sich toll. Und sind jetzt wie verrückt auf Nauplienjagd. Übrigens klappt das hervorragend zusammen mit den Schmetterlingsbuntbarschen. Ich war erst skeptisch, weil die ja so viel größer sind, die Korridoras, aber die sind absolut friedlich. Die stellen den Schmetterlingsbuntbarschen nicht nach. Und ich hätte das nicht gedacht. Also ich war am Anfang ein bisschen besorgt, dass die Ineos die jagen würden und fressen würden, aber bisher gibt es dafür überhaupt keine Anzeichen. Das finde ich absolut super. Aber gut, die haben ja auch genug anderes Futter zur Auswahl. Vielleicht hat es auch was damit zu tun. Oder die sind tatsächlich doch schon zu groß, die Schmetterlingsbuntbarsche. Aber der Größenunterschied ist doch ziemlich gewaltig, muss ich sagen. Ja, super. Ich freue mich jedenfalls total, dass das so gut geklappt hat mit den Korridoras in Neos. Und bin schon ganz gespannt, wenn die größer werden. Ich habe auch, ich glaube, überhaupt keine Ausfälle gehabt jetzt bei dem Gelege. Bei den Eiern jedenfalls, die ich finden konnte und eingesammelt habe. Und jetzt muss ich mal gucken. Also eine der beiden Arten muss hier natürlich raus aus dem Becken. Relativ bald. Und dann muss ich dann noch ein extra Becken für einrichten. Ich weiß noch nicht, welche von den beiden Arten ich hier in diesem Becken belasse, aber schauen wir mal. Na gut. Das soll erstmal gewesen sein von meinen kleinen Korridoras in Neos. Ich bin so gespannt, wie die nachher aussehen, wie die sich entwickeln werden. Und ja, dann gibt es auch wieder Videos dazu.